Wir haben als Grüne natürlich unser Herz bei der Bahn. Wir haben es aber auch genauso bei Gerechtigkeit und fairen Arbeitsbedingungen. Und hier kann ich Ihnen sagen, wenn es um faire Löhne geht, wenn es um gerechte Arbeit geht, wenn es um gute Arbeitsbedingungen geht, auch wenn es um Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Verkehrsträgern geht, dann haben Sie uns als Grüne auf jeden Fall an Ihrer Seite. Vielen Dank. Matthias Gaste, Riesenapplaus und... Wie gesagt, er ist der erste Politiker, der sich aus dem Bundestag bei uns meldet. Herr Gaste, Sie haben eins vergessen, wir lieben Lebensmittel. Wir zahlen nur kein Geld dafür. Eine Schlussfrage hätte ich bitte noch an Sie. Sie müssen gleich rüber. Was passiert jetzt mit dem Schriftsatz, den wir Ihnen überreicht haben? Mit dem Schriftsatz passiert erstmal, dass ich ihn lese. Das ist schon mal schön. Also, er ist der Erste, der es auch mal liest. Bitte Applaus. Liebe Freunde, das haben wir nicht oft in unserem Leben. Bevor ich was nicht gelesen habe, kann ich ja nicht beurteilen, was ich damit mache. Also ich muss erst mal gucken, an wen adressieren sich diese Forderungen? Sind die deckungsgleich? Sind die für uns nachvollziehbar, unterstützbar? Und wir sind ja auch gerade dabei, ein Wahlprogramm zu entwickeln. Auch für solche Dinge kann sowas immer hilfreich sein. Wir sind auch gerade als Fraktion dabei, ein Papier zum Thema Güterverkehr, wo es nicht nur um die Bahn geht, zu entwickeln. Auch dafür kann sowas hilfreich sein. Also, erster Schritt, lesen. Ich habe da mal eine Frage. Würden Sie diese Rede, die Sie hier gerade gehalten haben, auch im Bundestag halten? Da war gerade die Frage, ob er diese Rede, die er gerade gehalten hat, auch im Bundestag so halten würde. Also bisher ist es im Plenum so noch nicht das Thema gewesen, aber im Ausschuss mehrfach und da habe ich ähnlich geredet. Ja, natürlich. Sie können auch entsprechende Presseerklärungen aus dem vergangenen Jahr angucken und ich habe im letzten Jahr zu Beginn der Corona-Krise, als es eben um diese geschlossenen Sanitäranlagen ging, einige überraschende Briefe von ebenfalls überraschten Leuten bekommen, die darüber überrascht waren, dass sie in uns, wenn es um faire Arbeitsbedingungen geht, durchaus Verbündete sehen, auch wenn wir jetzt nicht die größten Freunde des LKW, sondern eher der Schiene sind. Wenn es um Arbeitsbedingungen geht, dann kann es ja nicht sein, dass man sagt, das für der Verkehrsträger ist irgendwie doof, dann interessieren uns auch die Arbeitsbedingungen nicht. Nee, natürlich interessiert uns das bei der Bahn, wie gearbeitet wird, genauso wie es beim LKW ist. Und bei der Bahn ist das alles durch eine hohe Gewerkschaftsbindung, hohe Tarifbindung, durch Betriebsräte und Ähnliches. Da gab es in den letzten Jahren deutliche Fortschritte und Verbesserungen. Und das Gleiche wünschen wir denen, die LKW fahren und den Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, zu den osteuropäischen Unternehmen genauso. Ist doch logisch. Vielen Dank.